So, Leute, auch ein Booster, was ich nicht mehr weiß, ob ich es auch noch aufgemacht habe. Masters 25. Das ist jetzt nicht so alt wie Nemesis oder Judgment, aber mal gucken, was da drin ist. Die Masters 25 Sets sind ja schon, das ist, die Leute haben sich richtig, oh, man merkt direkt, das ist ein anderes Jahrhundert, Jahrzehnt, Jahrtausend. So, Cartoon Coach. 6 Mana 4-4 für ein rotes kriegt sie +1/+0 Mountain Cycling. Act of Heroism. 2 Mana enttappte Kreatur, sie kriegt +2/+2 und kann eine zusätzliche Kreatur blocken. Man merkt direkt den Power-Level-Unterschied. Diabolic Addict. Das ist eine veraltete Karte. Da hätte man auch einfach eine coole Karte verdrucken können. So, Lilianas Triumph. 2 Mana instant, ein Spieler eurer Wahl opfert eine Kreatur. Giant Growth, ein Mana, eine Kreatur kriegt +3/+3. Stimmt, das war das Set, wo unten, oh mein Gott, Jungs und Mädels, wenn Mädels zugucken, seht ihr das? In den Textboxen sind die Wasserzeichen der ersten Edition, wo diese Karte gedruckt wurde. Das M bedeutet, das ist eine Alpha-Karte. Witzig. Mystic of the Hidden Way, 5 Mana 3-2, kann nicht geblockt werden und hat Morph für 3 Mana. Okay. Shift, 4 Mana, zieht 3 Karten, wirft danach eine Karte ab. Okay. Primal Clay, 4 Mana XX. Und ihr könnt ihn entweder zu einer 3-3 Kreatur werden lassen, einer 2-2 Kreatur mit Fliegend oder einer 1-6 Kreatur mit Defender. Ja, Defender gibt es glaube ich nicht mehr. Fassel of Narcissism. 1 Mana Verzauberung. Für 2 Mana könnt ihr das Ding opfern, die obersten 4 Karten angucken, Artefakte, Kreaturen, ein Enchantment, ein Land oder ein Planeswalker-Karte davon nehmen, auf die Hand nehmen. Hätten sie einfach nicht instant, nicht Sorcery Splash spielen können? Oder einfach permanenten Karte? Naja. Schirk Kommando. 3 Mana 2-1, wenn das Spiel wegkommt. Ne, wenn es mir dem Spieler Schaden zufügt, könnt ihr 2 Schaden auf eine Kreatur zuschieben lassen. Mit Morph, das ist cool. Pazifismus. Echt? Pazifismus ist nicht aus Alpha oder Beta? Ich hätte mit gerechnet. 2 Mana Verzauberung, die Kreatur, verzauberte Kreatur kann weder angreifen noch blocken. Ishasan Shade. 6 Mana 5-5 Schutz vor Weiß. Legendary Creature. Aha. Aus Homelands natürlich, wo sonst her? Rancor. 1 Mana, die verzauberte Kreatur kriegt +2/+0 und wenn Rancor vom Feld auf den Friedhof gelegt wird, wird sie stattdessen in die Hand zurückgegeben. Gendru of the Spires. 1 Mana verzaubert ihren Mountain und der Mountain wird zu einem 6. Können für 2 Mana könnt ihr den Mountain zu einem 6-1er Spirit machen bis zum Ende des Zuges. Und wenn der Mountain auf den Friedhof gelegt wird, wird der Gendru zurück auf die Hand gebracht. Also ähnlich wie Rancor. Und unser Rare ist Phyrexian, oh mein Gott. Phyrexian Obliterator. 4 Mana 5-5 Trampel. Und wenn der Schaden zufügt bekommt, muss der Beherrscher dieser Quelle, der dieser Karte Schaden zufügt, genauso viele Karten opfern, wie Schaden zugefügt wurde. Aus New Phyrexia. Oh mein Gott, wie cool. Den habe ich noch nie besessen. Und unser. Oh mein Gott! Und ein Eldamri's Call. 2 Mana Instant in Foil. Oh mein Gott. Man sucht die Bibliothek dann der Kreaturenkarte und bringt sie auf die Hand und mischt danach sein Deck. Dazu haben wir einen verkehrt rum Fisch. Oh mein Gott, wie cool. Nice. Das hat sich gelohnt. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Alexei. Ciao, ciao.